Okay, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur Nachbesprechung der zweiten Folge der zweiten Staffel des Podcasts Retrospekulative. Viele Genitive, die diese Nachbesprechung einleiten. Und unser Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben in der Hauptfolge sozusagen, war ja, die Musik, die Bedeutung der Kultur, Musik, so in dem Bereich. Und nachdem wir uns inhaltlich damit auseinandergesetzt haben, beginnt hier so ein bisschen der entspannte, ne, Laydown, persönliche Teil, sagen wir mal. Ich wollte noch kurz eine Frage an unseren Gast heute stellen. So, wie fühlt man sich? Ich weiß jetzt nicht, ob du schon viele Podcasts in der Hinsicht getätigt hast. Wie fühlt man sich? Also, man muss sagen, ich hoffe, man hat es nicht allzu sehr gemerkt, dass ich am Anfang schon auch irgendwie nervös war. Das Und habe ich nicht gemerkt, ne. ja, das ist sehr schön. Nee, ich finde es total ein super Medium und höre auch sehr gerne Podcasts, Lage der Nation oder so. Und Retrospekulative bin ich auch von Anfang an dabei. Großer Fan auf jeden Fall und finde es großartig und ja, macht Spaß. Wunderbar. Genau, wir haben ja öfters das auch schon gemacht mit Videospielen und Fußball und was weiß ich, dass wir uns überlegt haben, unsere Top 5 Momente. Also Yannick und ich, wir haben uns so ein paar Songs überlegt, also eine Top 5 erstellt. Von unseren ja, Lieblingsliedern oder halt Songs, die uns geprägt haben. Und Florian, du hast dir ja, ein paar Gedanken zu einer anderen Kategorie gemacht, also auch eine Top 5. Kannst du es mal kurz erzählen, was du dir rausgesucht hast? Ja, genau. Also, wir hatten ja das Thema Musik und Politik, und da habe ich mir eben überlegt, mal so eine kleine Zeitleiste zu machen, darüber, welche politischen Songs es gab und was sie auch für Hintergründe haben oder was die Ideen da waren und welche mich auch bis heute irgendwie noch bewegen, weil sie zum Teil einfach auch zeitlos sind. Voll gut. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Anbindung an das Hauptthema. Und wie wollen wir es machen? Will jeder zuerst mal einen Song sagen oder wollen wir es en bloc machen, wie der Engländer sagt? Ich wäre dafür, dass unser Gast vielleicht mal vorlegt und einfach mal eins, ich sag mal, den fünften Song raushaut und wir machen es dann so verteilt. Dann haben wir nämlich eine schöne Mischung und nicht immer nur Monologe, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Dann machen wir es so. Ja, dann Flo, leg du auch mal los. Du hast ja auch die Anbindung ans Thema. Ja, okay. Was habe ich jetzt mir überlegt? Also der neueste Song, das ist jetzt auch wieder relativ, ist von Pink. Und Pink ist ja eine ganz, aus meiner Sicht, eine ganz wunderbare Künstlerin, sehr starke Persönlichkeit und auch heute noch total angesagt, oft und mit tollen Songs. Und ich kann mich noch gut erinnern, habe das auch mit meiner eigenen Band gespielt. Das war Dear Mr. President von Pink. Und man muss sich mal an die Zeiten zurückerinnern. George W. Bush, der damalige amerikanische Präsident, wird damit angesprochen, wird mit verschiedenen rhetorischen Fragen konfrontiert. Und damals wurde er stark zum Beispiel für den Irakkrieg kritisiert. Und heutzutage, wenn man das vergleicht, wie er jetzt wahrgenommen wird und wie er auch reflektiert, wie die Amtsära von Donald Trump ist, da wird er eigentlich ja total positiv wahrgenommen. Damals war das jemand, der stark in der Kritik stand, auch ja. Einmal eben für den Irakkrieg, aber dann zum Beispiel auch war er Abtreibungsgegner oder Gegner von Homosexualität oder beziehungsweise hat das sehr kritisch gesehen. Dann war damals ja noch der Hurricane Katrina, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Viele Menschen waren obdachlos und wie er damals damit umgegangen ist. Und da hat sie eben in diesem Song wirklich einen sehr emotionalen Song geschrieben mit vielen, vielen rhetorischen Fragen, wo diese Themen eben angesprochen werden. Und finde das einen unglaublichen Song, der mich damals auch sehr bewegt hat. Und sowas, so einen direkten Song, so einen politisierten Song, das findet man heutzutage eher selten. Ist so meine Wahrnehmung. Der lief auch im Radio, kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Ja, genau, der lief rauf und runter. Ja, das ist ein schönes Beispiel für einen aktuellen politischen Song, wo wir ja zunächst einmal festgestellt haben, dass das zumindest im Mainstream weniger vorkommt. Wäre das denn eben ein gutes Gegenbeispiel, so im Einzelnen?
Dann mache ich mal mit meinem also willst du noch was dazu sagen? Ich wollte im Prinzip überleiten, weil, also so wie ich dich einschätze, Yannick, hast du bestimmt aus dieser Zeit auch einige Songs in deiner Liste. Ich freue mich schon drauf. Es entspricht sozusagen den eher sozusagen meinem persönlichen Musikgeschmack auch hauptsächlich. Und ich nehme mal eine Band, die man vielleicht noch sozusagen in Anknüpfung an Florian so Richtung politisch zählen kann, gerade in den Anfangsjahren. Und eins vorweg, das ist keine Rangliste von 1 bis 5, die wertend ist oder so, sondern die sind alle gleichwertig irgendwo anzusehen. Und zwar ist es das Lied Zu spät von Die Ärzte, welches auf dem Album Debil oder auch dem Album Rock'n'Roll Realschule zu finden ist. Und gerade letzteres, da ist es mir immer noch mal besonders aufgefallen, Debil ja eines der frühen Alben und sogar, glaube ich, das erste. Und Rock'n'Roll Realschule dann eben eines der späteren. Mhm. Und da in einer Unplugged-Version, wie alle Songs dort, dargestellt. Und das war echt cool. Und ich kann mich auch daran erinnern, ich habe das bei Rock im Park, habe ich die Ärzte auch unter anderem dann mal live gesehen, 2007. Und da war es das 30. Lied, was sie an dem Abend gespielt haben. Das letzte Lied, das letzte Lied der Zugabe. Das sind sowieso Ärztekonzerte ja immer ein riesen Happening. Und Rock'n'Roll Realschule hat auch dieses Live-Feeling mal wieder vermittelt. Und dementsprechend auch immer, wenn ich es da höre, muss ich auch an das Festival denken. Und ich muss an meine besten Freunde zu Schulzeiten denken, mit denen ich immer regelmäßig mit Ärzte-Songs mitgesungen habe und auch wenn jemand zu spät in den Unterricht kam, die das leise vor uns hinsummten und so. Genau. Und dann ist er zu spät. Sehr gut. Genau, geht natürlich inhaltlich nicht darum, aber er hat dann immer in dem Sinne ganz gut gepasst und durch die ganzen Assoziationen, die ich damit habe und die Ärzte eine Band sind, die mich über sehr, sehr, sehr viele Jahre begleitet haben, ist mir der noch besonders in Erinnerung und im Herzen geblieben. Was mir dazu noch einfällt, die Ärzte waren ja letztens auch noch bei den Tagesthemen richtig, live, richtig. Ne? Hast du es mitbekommen? Ich habe es gesehen, ja. Genau, die haben ja genau auf dieses Thema hingewiesen, der Stellenwert von Kunst und Kultur, gerade zu Corona-Zeiten. Und die haben natürlich dann auch eher das Sprachrohr als jetzt diejenigen, die eher besonders zu leiden haben, während die Ärzte ja höchstwahrscheinlich noch aus älteren und aktuellen Erfolgen noch zu zehren haben. Ja, absolut, genau. Aber bekannt ist ja auch Schrei nach Liebe, ne? Also das fällt mir bei den Ärzten auch immer als politisch motivierter Song auch immer ein. Ja, oder auch Ignorama, Grotesk-Song oder auch Deine Schuld ist ja auch eher noch ein aktuellerer Song, ist ja von Geräusch. Friedenspanzer noch, ja könnte man noch nennen. Also ich finde immer ein schönes Beispiel, jetzt auch gerade der Auftritt von den Ärzten als, sag ich mal, etablierte Band in der Tagesthemen waren es, dass die halt auch wirklich nach ihrer Reichweite verantwortungsvoll nutzen, um halt auf Themen hinzuweisen. Also da merkt man, die wollen jetzt nicht nur Geld verdienen, sondern die haben ja auch ein gewisses Interesse und das gefällt mir auch recht gut bei denen. Ich finde auch, noch zuletzt, ich hätte es auch schöner gefunden, wenn sie da nicht noch kurz erwähnt hätten, dass sie eine neue Platte haben. Das hat immer so ein bisschen so ein Geschmäck. Ja, aber die Botschaft, die sie vermitteln wollten, war ja so auch aus meiner Sicht eine andere. Ja. Also ich liebe die Ärzte, ich habe die auch rauf und runter gehört und so, aber der Auftritt an sich, also der Bandauftritt war mega, dieses Intro, das hat mir riesig gut gefallen, aber das Interview von Ingo Zamperoni war sehr gut geführt und ich habe auch das Gefühl gehabt, er will da wirklich auch die Band unterstützen, dass sie wirklich die richtigen Worte finden, aber man hat so ein bisschen gemerkt, dass sie ihrem Humor ein bisschen verfallen sind, also vor allem Farin war so ein bisschen, wusste nicht genau, was er eigentlich sagen wollte und sollte, weil er da so ein bisschen immer seiner humoresken Art verfallen ist, anstatt wirklich auf den Punkt zu kommen. Ich kann das schon verstehen, auch so die Kritik, aber man muss ja einfach auch sehen, Musiker sind halt nun mal keine Politikexperten und man darf vielleicht auch jetzt nicht so große Hoffnungen in sowas setzen. Ich meine halt mit Verantwortung gerecht werden, dass sie halt wichtige politische Themen ansprechen. Sie müssen keine Experten drin sein, aber ich finde es schon gut als so Indikator, was passiert in der Gesellschaft, wenn du da halt nicht nur dem Volk aufs Maul schaust und den Allgemeinplätzen gehst, sondern halt auch einfach dahin gehst, wo es weh tut. Und ich glaube zum Beispiel so ein Song wie Schrei nach Liebe macht ja auch darauf aufmerksam, dass es sowas gibt wie Alltagsrassismus und dass es Neonazis in Deutschland gibt, die aktiv sind und so weiter. Also
Das meine ich damit. Also ich meine, man könnte so sagen, du würdest ja auch mit Lionel Messi jetzt nicht über Politik sprechen wollen, sondern halt vielleicht eher über Taktik oder Fußball. Obwohl nee, das sehe ich schon ganz genauso und es war auch total richtig und wichtig und finde das total gut in der Hinsicht. Ja, also, Sebastian, dein Song. Also wenn man jetzt schon, bei mir ist es ähnlich, ich kann eigentlich nicht das Ganze irgendwie ranken im Sinne von, was ist besser oder weniger gut. Das hat irgendwie was, aber ich würde dann eben jetzt mal als Platz Nummer 5 für meine Sozialisierung auch die politischen Songs nehmen, auf jeden Fall. Nicht jetzt so die Kindheitserinnerung, sondern ich habe zwei Bands, das ist einmal KIZ und auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein französischer Rapper, der heißt Aurel San. Mein Französisch-Kurs wird jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen, weil die haben mehr als einen Song von dem gehört. Also Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Song von KIZ, Wenn es brennt, oder von Aurel San, Suicide Social. Da geht es halt einfach um, ja, Themen, wo im Prinzip die Gesellschaft dran krankt, Leistungsdruck oder halt eben absurde Regeln, die halt in der Gesellschaft vorherrschen, korrupte Politiker etc. Natürlich finde ich immer wichtig oder finde ich es auch gut, wenn Bands solche Songs machen. Das trifft nicht nur meinen persönlichen Geschmack, sondern macht eigentlich auch auf Themen aufmerksam, die man vielleicht so in dem Licht nicht gesehen hätte. Und glaube ich, gerade diese Rap-Kultur, wie ich es vorhin auch schon angesprochen hatte, eignet sich eigentlich vor allem für diese Form von Kritik. Und deswegen Platz 5 bei mir. Okay. Soll ich weitermachen? Ja, gerne. Ja, genau. Okay. Was mir auch noch aufgefallen ist oder eingefallen ist, ist das Thema natürlich auch irgendwie Rassismus. Was in der Musik sehr viel und sehr oft auch Themen gefunden hat und gute Songs. Und da gab es einen ganz besonderen, das war Strange Fruit, der ist vor allem bekannt geworden durch Billie Holiday, einer Blues-Sängerin, die mit unglaublicher Emotion diesen Song gesungen hat. Und das war eben 1939 in einem New Yorker Café, hat sie diesen gesungen und dann wurde das weltweit bekannt im Nachhinein. Und dieses Strange Fruit, also die komischen Früchte, die sonderbaren Früchte, standen damals eben für die Lynchmorde in den Südstaaten. Also Menschen, die einfach gesagt haben, weil jemand irgendwie dunkle Hautfarbe hat, wird der einfach an Bäumen aufgehangen und ermordet. Und das haben Leute auf Volksfesten gefeiert und das war einfach unglaublich schlimm. Und das, ich weiß nicht, da seid ihr vielleicht auch eher Experten, wie lange diese Lynchjustiz dann tatsächlich vonstatten ging. Aber das ist noch nicht so lange her. Und dieser Schmerz wurde in diesem Song so extrem ausgelebt und thematisiert. Das war wirklich unglaublich. Ja. Und später wurde natürlich Rassismus auch noch mal in anderen Songs aufgegriffen. Aber dieser Song, der bewegt mich jedes Mal, wenn ich diesen höre. Unglaublich. Ich bin jetzt da kein Experte für Innenpolitik in USA, in den 30er, 40er Jahren. Ich würde jetzt einfach mal eine kühne These aufstellen, nämlich, dass die USA seit Gründung halt in so einem gewissen Zwiespalt leben. Das Land der The Land of the Free, gegründet von Sklavenhaltern sozusagen. Und das sind alles zu verschiedenen Epochen halt Ausdruck davon, dass man halt diesen Widerspruch nicht wirklich ausgeräumt hat mit einer historischen Aufarbeitung. Man sieht es ja, das könnte man, daher könnte man bestimmt auch eine Linie ziehen bis Black Lives Matters und George Floyd, dass Polizei, Brutalität und so weiter da immer noch eine große Rolle spielt. Also von daher, Lynchjustiz in dem Sinne gibt es natürlich nicht mehr in der Form, aber man hat es schon noch ja, in den Tiefen der Gesellschaft dort verankert, dass es eine große Ungerechtigkeit gibt. Ich weiß nicht, Ja, und diese strukturelle strukturelle Ungerechtigkeit, die ist ja auch gewachsen, weil natürlich, also was ist natürlich, aber weil auch viele, die von diesen gewachsenen Strukturen profitieren und dementsprechend in Entscheidungspositionen sitzen, kein Interesse daran haben, noch irgendwo an Einfluss oder Macht oder sowas da was abzugeben. Mhm. Und Veränderungen, leider muss man sagen,
oftmals nur schwerfällig vorankommen. Das muss man jetzt nicht nur auf die USA beschränken, sondern ist jetzt eben unser Beispiel, findet man sicherlich in ganz vielen Gesellschaften. Aber dort sieht man sicherlich an der Diskriminierung immer noch der schwarzen Bevölkerung in manchen Teilen der Gesellschaft. Ja. Ja, welcher Song mir auch noch einfällt, ist Imagine von John Lennon, ne, der irgendwie eine Zukunftsvision eben schafft für eine Gesellschaft frei von Religion, Nationalismus, von unglaublichem Konsum, Aufruf zum Frieden. Finde ich auch eine ganz großartige Idee, natürlich vielleicht ein bisschen utopisch, aber es kann immer wieder eine Inspiration sein. Und da wollte ich euch auch mal fragen, findet ihr das Kunst, dass Künstler, dass Musiker auch einen Auftrag haben, sich politisch einzusetzen, sich gesellschaftlich stark zu machen? Ich finde, dann müsste man es auf alle Personen des öffentlichen Lebens irgendwo ausweiten, auf Sportler und wie auch immer. Und ich finde nicht, dass sie einen Auftrag haben. Ich finde es sehr lobenswert, wenn sie ihre Reichweite nutzen. Und oftmals gibt es denn ja auch so ein großes, sagen wir mal, Fantum und teilweise dann irgendwie Vergötterung von Personen, sodass man diese Reichweite ja auch nutzen kann, um effektiv etwas auszulösen. Und von daher hätte ich, glaube ich, denn diese Art von Reichweite würde ich schon, glaube ich, nutzen wollen, nicht vielleicht nicht um zu missionieren, aber halt um solche Werte hochzuhalten, die mir denn eben wichtig sind und zu hoffen, dass eben andere diese Werte für sich auch sozusagen so anerkennen. Aber eine Verpflichtung besteht aus meiner Sicht eher nicht. Also man kann, glaube ich, da niemanden, nur weil er gut und gerne und erfolgreich Musik macht, dazu verpflichten, bestimmte Werte zu vermitteln. Also ich sehe es genauso wie du. Ich sehe den Punkt vielleicht noch so, dass wenn ein Musiker einen Fehler macht oder einen Skandal produziert, weil er vielleicht unreflektiert irgendwie so dummes Zeug erzählt hat oder halt, ja, ich meine, man hat ja das Thema zum Beispiel im deutschen Rap, Kollege Farid Bang zum Beispiel, die oft mit so antisemitischen Sprüchen kokettiert haben und viel zum Beispiel im Bereich des Sexismus unterwegs sind und das halt einfach als Stilmittel bewusst einsetzen, wo du dann halt auch findest, dass die zumindest, wenn jetzt da öffentliche Kritik kommt, ja, und dann zum Beispiel Veranstalter zurückziehen und sagen, okay, das war uns jetzt nicht so bewusst, dass die dann halt auch vielleicht da sich entschuldigen oder zumindest halt akzeptieren, dass es so ist und nicht so tun, als ob das jetzt immer künstlerische Freiheit wäre. Also, dass man halt dieses Thema künstlerische Freiheit so weit betont, dass halt die Verantwortung des eigenen keine Rolle mehr spielt. Also ich finde es eher so, dass man halt eben von Künstlern verlangen sollte, dass sie halt sich bewusst sind und ihrer Verantwortung diese haben mit einer gewissen Reichweite. Das ist, glaube ich, wichtig, ob man jetzt eben das so verlangen kann. Ja, ich meine, es kann ja auch ein bisschen kitschig werden dann, wenn jetzt alle versuchen irgendwie nur noch auf gesellschaftliche Probleme darauf hinzuweisen. Ich meine, da gibt es ja auch Kirchenlieder dafür, für sowas, oder? Ja klar, ich meinte mit Verpflichtung auch jetzt nicht wirklich eine irgendwie festgelegte gesetzliche Verpflichtung oder irgendwas. Ja, aber es gibt natürlich schon einfach Zeiten, wo es gut ist, dass man irgendwie diese Chancen, die Musik bietet, die Kunst bietet, auch zu nutzen. Aber natürlich kann es auch in eine falsche Richtung gehen, aber was mir da jetzt zum Beispiel auch noch einfällt, ist im Bereich Sport, ja, wo eine Fox News-Sprecherin sagt, dass ein NBA-Spieler, der größte NBA-Spieler der jetzigen Zeit, LeBron James, einfach die Klappe halten soll. Sie hat einfach gesagt, shut up and dribble und misch dich nicht in die Politik ein. Das ist schon krass und wir leben eigentlich in einer Welt, wo Meinungsfreiheit hochgehalten werden sollte, total, nicht überall hochgehalten wird, aber also da finde ich das schon wichtig, dass Kunst und Kultur da auch immer wieder aneckt und provoziert und auch irgendwie sagt, hey, wir müssen über das und das nachdenken. Auch wenn es vielleicht nicht für alle irgendwie nachvollziehbar ist oder die Leute es nicht für gut halten, aber das ist schon, glaube ich, auch ein Auftrag von Kunst und Kultur. Ja, solange halt niemand dadurch irgendwie in der eigenen Freiheit eingeschränkt wird oder diskriminiert wird. Ne? Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Ja, da müsste man einen eigenen Podcast machen zum Thema Cancel Culture. Das ist ja auch gerade so ein Thema. Also, was darf noch gesagt werden und wer macht wen dann mundtot mit einer moralischen Überhöhung der eigenen Position? Also, ich glaube, soweit
müssen wir jetzt nicht gehen, aber ich finde gut, wenn man aneckt, und ich finde es gut, wenn diskutiert wird über Missstände und ob man dann jetzt den einen Künstler klein halten muss. Das muss man, eigentlich sollte man es ja nicht tun, das muss man von Mal zu Mal halt beurteilen. Ich glaube nicht, dass man da pauschalisieren sollte jetzt. Und eben, also Cancel Culture ist, denke ich, auch wieder so eine Überkorrektheit oder Versuch der Korrektur von irgendwelchen Missständen. Das geht natürlich viel zu weit und in eine völlig falsche Richtung. Ja, also wenn ich jetzt mal anknüpfen könnte, weil ich glaube, mein Künstler auf Platz 4 passt da auch ganz gut rein. Und zwar handelt es sich um den Rapper aus Heidelberg, Torch. Natürlich könnte man da genau sagen, der ist halt auch engagiert, der hat Wurzeln aus, ich glaube, aus der Karibik, hat auch diesen Song mit Advanced Chemistry damals produziert, Fremd im eigenen Land. Also der setzt sich stark mit diesem Thema Identität auseinander. Und für mich war halt eben dieses Album Blauer Samt, Wir waren mal Stars, die Single daraus, so ein Einstieg in das ganze Thema Hip-Hop-Rap aus der Region grob, wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dann später nach Heidelberg gezogen bin. Aber je mehr man sich auch mit Torch und seiner Interpretation von Hip-Hop auseinandersetzt, da gibt es auch viel Kritik dran, weil der das schon sehr eng sieht. Also der sagt halt, Hip-Hop ist genau so, und viele haben halt gesagt, naja, ich kann diese Kultur ja auch anders interpretieren. Das heißt, natürlich ist er einer der großen legendären Rapper, aber er ist auch in manchen Kreisen sehr umstritten, weil er halt eben diese Hip-Hop-Kultur so eng definiert. Genau, aber passt da von daher ganz gut rein, weil der halt eben auch diese Diskussion am Laufen hält. Ja, spannend. Wir sehen schon ganz unterschiedliche Musikrichtungen, die wir hier teilweise gehen. Wir hatten eben den Show Pop mit Pink oder sowas, oder bei dir stärker momentan noch auf Hip-Hop ausgelegt. Rap, ich verstehe den Unterschied nicht, aber Hip-Hop oder Rap. Und bei mir dann eher wahrscheinlich rockig. Und da habe ich den zweiten Song, den ich nenne. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, sondern ja, er gibt halt einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und das ist Fat Lip von Sum 41 vom Album All Killer No Filler. Und für mich ist das so der Inbegriff des Songs, wenn nach dem Winter oder so die Sonne rauskommt oder generell ist draußen warm ist und ist, man rausgehen kann, gute Laune hat, skaten kann. Ja. Also so ein richtiger gute Laune-Song, so vergleichbar natürlich mit vielen Songs irgendwie von Blink-182 oder so. Das ist so für mich so alles eine Richtung. Aber Fat Lip ist dann sicherlich auch einer der bekannteren von Sum 41, aber auch ein sehr, sehr guter Song. Und mit dem verbinde ich dann insbesondere eben dieses Gefühl. Gerade Skaten ist damit ganz eng verknüpft. Der Song ist bei mir auch im Herz, den haben wir in der Abi-Band gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich da Bass gespielt habe oder gerappt. Irgendwas habe ich gemacht da, auf jeden Fall richtig gut. Ja. Okay, Flo, du hast schon zwei genannt, ne? Aber wie ist denn der nächste? Was mir auch noch eingefallen ist, das ist jetzt einfach ein politisch motivierter Song auch in einer gewissen Weise, ist Respect von Aretha Franklin. Ist ja eigentlich so ein Cover. Viele kennen den Song auch aus dem Film Blues Brothers. Geht aber um die Frage der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und zu jener Zeit konnten nämlich Frauen keine Sozialhilfe beanspruchen, wenn sie einen Mann an ihrer Seite hatten. Und das ist natürlich eine krasse Ungerechtigkeit. Und es war Ende der 60er Jahre. Und das mit so einem Power-Song, so eine Kritik eigentlich drin steckt. Und das finde ich so, also unglaublich. Und gleichzeitig ist Aretha Franklin eine Musikerin, die heutzutage wirklich von allen Musikern in den USA und auch international total bewundert wird. Fand ich sehr, sehr stark und passt auch irgendwie in die Zeit 60er, 70er. Mut zu fassen und wirklich, es muss sich was verändern. Der ist mir da noch eingefallen, der Song. Auf jeden Fall cooles Ding. Dachte ich immer, dass das so original wäre von der Aretha Franklin, aber ich habe auch zuletzt erst gelernt, dass das die Coverversion ist. Mhm. Cool. Ja, dann mach doch mal weiter, Yannick, mit deinem Nummer 3 Song.
Genau, natürlich nicht auf Platz Nummer 3, aber die Nummer 3 ist bei mir von Rage Against the Machine, der Song Sleep Now in the Fire. Ja. Da habe ich mich ganz schwer getan, weil Rage wollte ich schon so auf die Liste setzen, aber die haben halt einfach so brutal viele gute Songs, sei es Bulls on Parade oder Guerrilla Radio, welches sicherlich das bekannteste Lied ist, oder auch Testify. Aber Sleep Now in the Fire hat einfach so einen geilen Rhythmus und die Band hat sich ja leider 2000 aufgelöst. Da war ich 12 und ich habe erst danach die Band kennengelernt und fand es so schade, weil ich da dachte, okay, das ist so eine richtig, richtig gute Band und ich habe sozusagen gerade ihre Zeit verpasst. Und dann besagtes Festival 2007, Rock im Park. 2007 war ihre Reunion-Tour. Also, ach, du hast sie gesehen da, krass. Ja, geil. Genau. Und dann sind sie da aufgetreten und wir waren da, ich glaube, zu viert bei dem Festival und wir standen da halt schon den ganzen Tag, weil der ganze Tag war schon so krass. Ich glaube, es war auch der Tag mit Disturbed, haben schon dann irgendwann gespielt und ich glaube, In Flames war auch noch an dem Tag oder sowas, cool. Aber also richtig heftiges Programm und wir standen den ganzen Tag da schon in der Menge und Sleep Now in the Fire hat eben diesen Rhythmus, wo man so richtig geil mitspringen kann und ja, das war einfach so ein großartiges Erlebnis. Und dass ich die dann nochmal live sehen konnte, nachdem ich schon dann abgehakt hatte, das jemals zu erleben, das war einfach sehr, sehr schön. Ja, cool. Also ich habe auch Rage Against the Machine taucht bei mir auch auf. Jetzt halt nicht in der Dingsliste, aber ich habe im Bassunterricht damals Bomb Track als einer der ersten Songs auf dem Bass gelernt. So ein bisschen, ich sag mal jetzt Anführungszeichen, kompliziertere Songs. Rage Against the Machines erstes Album sind, glaube ich, ausschließlich... Es ist Blues-Pentatonik, also diese ganzen Riffs sind alle ziemlich bluesig. Das heißt, das ist Rockmusik, die auch in der Tradition der Rockmusik drinsteckt. Also Blues-Pentatonik als Grundharmonie quasi, als Grundgedanke jetzt hier in der Musik. Und ich habe dann quasi den Song auf dem Bass gespielt und danach die Songs halt gehört. Und also ich finde das erste Album von denen schon noch stilprägender. Du hast jetzt ja hauptsächlich Songs vom Battle of Los Angeles Album genannt, die natürlich auch großartig sind, aber irgendwie dieses erste Album, das hat schon, das hat mir damals auch die Buchsen rausgeschlagen und dann wollte ich auf jeden Fall Bass in einer Rockband spielen, das war auf jeden Fall großes Kino. Ja, sehr schön. Danach musste man sich ja in Anführungsstrichen mit Audioslave begnügen, welches auch eine sehr, sehr gute Band ist, aber nicht mehr das Gleiche. Nee, nicht mehr das Gleiche. Aber Rage Against the Machine hatte ich mir auch rausgesucht tatsächlich. Einfach, Killing in the Name of, wahrscheinlich, oder? Genau, Killing in the Name of. Ja, also sehr gut. Auch absolute Rassismuskritik in den 90er Jahren hat so viel Power, mega gut. Ja, das haben sie auch gespielt bei dem beim Rock im Park bei der Zugabe. War noch sehr schön. Wobei ich, natürlich für die Musik und den Vibe hat Rage natürlich ist bei mir sehr weit oben. Mittlerweile weiß ich ein bisschen mehr Informationen, Hintergrundinformationen über die Band und die haben schon so auch Kritikpunkte. Also ich meine, die haben ja immer so ein bisschen Kommunismus-Kitsch verbreitet so und dann selber viel Geld mit Platten verdient. Einerseits haben sie immer gesagt, diese kommunistischen Ideen, die es gibt, die finden sie ganz toll. Man könnte ihnen dann auch eine gewisse Verharmlosung von irgendwelchen Terrorgruppen oder kommunistischen Regimen, die tatsächlich auch Leute foltern und so weiter, vorwerfen. Und ich glaube, der Bassist, ist es Tim Cormier? Ich weiß es leider nicht auswendig. Der ist wohl auch in so Verschwörungstheoretikerkreisen oder zumindest ein Sympathisant, was dann natürlich auch so ein bisschen einem das so wieder vor Augen führt, dass es halt Menschen sind, die sich halt, irgendwo aufhalten und man vielleicht dann sich fragen muss, inwiefern ist jetzt der Künstler dahinter oder der Mensch so ein genialer, allwissender Mensch, für den man vielleicht hält. Finde ich, schmälert jetzt nicht die musikalische Leistung, aber natürlich ist es trotzdem wichtig, dass man sich über sowas dann auch bewusst ist, dass man halt mit einer gewissen, mit einem gewissen Durchblick halt diese Band begegnet, sage ich. Aber natürlich ist es ohne Frage, dass das tolle Erinnerungen sind an diese Musik. Ja, also das ist ja eh so ein Thema, was man früher als Teenager gehört hat oder was man jetzt, wie man da jetzt drauf schaut. Ich selbst bin jemand, der sehr wenig auf Texte leider hört, sondern viel mehr auf die Musik und wie die einfach bei mir ankommt. Deswegen hat man vielleicht auch Dinge gehört, die einem gar nicht so bewusst waren, was da eigentlich drin vorkommt.
Ja, ich glaube, vor allem, wir sind ja alle mit deutscher Muttersprache und da hörst du vor allem die Songs halt auch, keine Ahnung, als Teenie, da hörst du nicht auf den Text. Es ist halt Englisch. Man kann sich das irgendwie zusammenreimen, worum es da grob geht, aber ich sag nur die kleine Anekdote. Früher, wo man dann noch irgendwie, wenn man in Urlaub gefahren ist, fürs Kassettendeck im Auto irgendwelche Mixtapes gemacht hat und ich meiner Familie dann halt irgendwie immer schön Sachen drauf gemacht habe, die ich halt cool fand damals, vor allem Bloodhound Gang. Und da gibt es ja schon Lieder, die, naja, also peinliche Texte sind es jetzt nicht, aber halt, keine Ahnung, irgendwelche sexuellen Anspielungen. Und ich war dann happy mit meiner Family Richtung Südfrankreich auf der Autobahn und wir hören alle irgendwelche perversen Texte an, ohne sie zu verstehen. Das finde ich im Nachhinein extrem witzig, ehrlich gesagt. Ja, vor allem, wenn die Eltern da sitzen und sich das dann deutlich leichter sich den Text erschließen können, als du denn da hinten. Wobei ich glaube jetzt nicht, dass meine Eltern das auch so geblickt haben, um was es da ungefähr geht. Also ich glaube, wir sind alle mittlerweile besser geworden in Englisch. okay. Also wir haben das halt einfach genau aus dem Grund gehört, wie Flo gesagt hat, es war halt einfach eine lustige Melodie, nette Musik, dann hört man es halt an und achtet jetzt nicht so wirklich auf den Text. Ja. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe noch zwei Songs auf der Liste und der eine, es ist nicht der großartigste Song auf der Welt, aber es ist eine Huldigung, ein Tribut, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Es ist Tribute von Tenacious D, das ein sehr, sehr cooler Song ist. Jack Black kennt man jetzt wahrscheinlich eher durch seine Präsenz irgendwie als Schauspieler oder sowas, als Musiker, also zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Aber eine coole Band zu zweit, einen sehr tollen Humor, den sie in ihren Songs dann machen, auch sagen wir mal speziellere Songs, dann auch sehr minimalistisch, was den Einsatz von Instrumenten angeht. Und Tribute ist auch ein Song, bei dem ich den Text dann da auswendig kann und an entsprechenden Stellen dann eben mitsprechen und singen kann. Ist so ein Mischmasch. Cool. Dave Grohl kommt im Musikvideo vor, tritt als Teufel auf. Dave Grohl, der Frontman von Foo Fighters und dementsprechend auch früher Mitglied von Nirvana, der Drummer. Also ja, cooles Lied, coole Band. Hätte ich auch gerne mal live gesehen, hat bisher noch nie geklappt. Ja, wenn nächstes Jahr wieder. Also Tenacious D, ich konnte es auch komplett auswendig. Also das war, ist ein geiler Song. Ja. Dann würde ich mal weitermachen. Wir sind jetzt bei Nummer 3 oder bei 2? Das habe ich jetzt vergessen. Nummer? Also ich habe nur noch einen Song übrig, heißt, macht ihr erstmal. Okay, genau, also dann würde ich einfach auch mal noch wieder ein anderes, ja, wobei so grob, die Tradition haben wir ja schon, aber neben Blockflöte ist mein erstes richtiges Instrument, das Saxophon. Und das heißt, ich wurde sozialisiert mit so einem jazzigen Big Band Sound, habe auch natürlich als Bassist dann später in so Jugend-Big Bands gespielt, aber auch ein bisschen mit dem Saxophon hin und wieder in Schul-Big Bands und haben wir in der Schul-Big Band einen Song von Count Basie, es ist ein Big Band-Arrangement, Straight Ahead gespielt. Ich glaube, sowohl mit dem Bariton-Saxophon als auch mit dem Bass habe ich mal versucht, das gescheit zu spielen. Ich habe das, ich glaube, meine Tochter hört das auf so einer, ich weiß nicht, ob ihr diese Tony-Boxen kennt, das ist so ein Kindermusikabspielgerät. Habe ich das Ding da drauf geklatscht, das heißt, die hört das Count Basie auch ganz oft. Und ja, das begleitet so ein bisschen den Alltag und ja, ich komme einfach ganz gut klar. Count Basie ist der Arrangeur und der Leiter der Big Band gewesen und das sind einfach, ja, das ist wahrscheinlich ein Standardwerk. Es ja, macht mir einfach gute Laune und gehört zum Leben dazu bei mir. Okay. Flo, machst du weiter? Ja, also der letzte politische Song, den ich noch nennen kann, war We Shall Overcome. Den gibt es schon über 100 Jahre eigentlich, den Song. Das ist einer der frühesten Protestsongs, die es so gab in der US-Bürgerrechtsbewegung. Ja. Wurde dann aber eigentlich Anfang der 60er Jahre vor allem bekannt durch Joan Baez oder Joan Baez, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, die den Song dann bei dem Marsch auf Washington damals gesungen hat und dann auch bekannt wurde durch das Woodstock Festival. Und der bis heute immer noch vielleicht als der Klassiker der Bürgerrechtsbewegung eben gesehen wird. Ja, Woodstock haben wir ja vorhin gar nicht mehr so erwähnt, weil wir die Geschichte nicht so sehr im Vordergrund gehoben haben, aber sicherlich ein ganz gutes Beispiel für
so Politisierung, auch wenn ich mich mal ein bisschen mehr dazu informiert habe und es da hieß, dass sozusagen vom Publikum aus, also als dann irgendwie Jimi Hendrix dann noch die Nationalhymne gespielt hat und so zum Abschluss, dass da schon die Hälfte weg war, irgendwie in Autos schon wieder nach Hause gefahren ist und so, also das sicherlich eher noch erhöht wird, die Stellung von Woodstock, als dass es ursprünglich war, die Künstler natürlich selbst aber da eine Botschaft hatten, als sie auf die Bühne gingen. Cool. Ja, dann, die letzte Nummer fehlt uns noch. Die letzte Nummer, das passt sehr gut, die Bezeichnung dazu. Und zwar ist der Song Where Did You Sleep Last Night von Nirvana. Ist vom MTV Unplugged Album. Und nice. Der letzte Song halt deshalb, weil es erstens der letzte Song ist, der auf dem Unplugged Album dann zu hören ist. Und zweitens ist so einer der letzten großen Auftritte war für Nirvana. Das letzte Konzert war im März 1994 in München und danach musste die Tour abgebrochen werden. Und das Unplugged-Konzert wurde im November 1993 aufgenommen. Mhm. Und also es ist schon sehr nah am Ende, weil für diejenigen, die es nicht wissen, am 5. April 1994 Kurt Cobain sich selbst umgebracht hat und dementsprechend, sozusagen Nirvana so nicht mehr existiert hat. Ich war ein sehr großer Nirvana-Fan, also ich habe dann auch die Biografie von Kurt Cobain rauf und runter gelesen, habe mir alle Alben gekauft und es war eigentlich so mit Linkin Park, Limp Bizkit und System of a Down zusammen so mein Einstieg in die Rockmusik. So. Ja. Und ich habe damit eben sehr viel verbunden. Immer wenn ich das Lied höre, muss ich daran denken, dass er da wahrscheinlich ja schon irgendwo diese Gedanken in seinem Kopf gehabt haben muss, weil wenige Monate später denn er sich umgebracht hat und dass er sicherlich nicht nur ein impulsiver Gedanke war und eine Handlung war. Und ich bilde mir ein, sozusagen schon so einen gewissen Schmerz aus seiner Stimme dort herauszuhören. Das ist ja gar nicht eigentlich ein Song ursprünglich von Nirvana, sondern ist ein Song, den schon etliche Musiker schon gecovert haben, beziehungsweise Versionen davon rausgebracht haben. Ja. Aber trotzdem sehr, sehr bewegend. Ja, das ist halt oft so, dass... Ja, also Nirvana, unglaublich. Ja, voll. Auch jetzt es mit Club 27, ne? Also genau, gibt es ja viele tragische Künstler. Ja. Amy Winehouse, der Sänger von Linkin Park, der Chester, Nachnamen vergessen. Bennington, genau. Und dann gibt es noch ganz viele mehr. Jimi Hendrix auch, genau. Die halt alle irgendwie Probleme hatten. Ich glaube noch von The Doors, der Sänger. Jim Morrison, ja. Stimmt. Ja, James Dean, glaube ich. Ja, genau. Also ja, die halt mit dem Erfolg nicht so klarkommen. Ja, also ich meine, natürlich ist jetzt der Sprung zu meiner letzten Nummer irgendwie ein bisschen lame, weil wobei da ging es auch um das Thema, Selbstmord, wobei der hat es überlebt. Also bei Last Resort von Papa Roach, da geht es halt eben auch um diese Depressionen, die man haben kann. Und ich glaube, der Sänger, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen vom Sänger, aber der hat im Prinzip miterlebt, wie sein Freund in so eine Abwärtsspirale ging, sein damaliger Mitbewohner, der auch einen Selbstmordversuch dann glücklicherweise überlebt hatte. Und daraufhin hat er halt eben dieses Song geschrieben. Für mich zusammen mit dem anderen Titel vom gleichen Album Between Angels and Insects. Papa Roach ist natürlich dann später so ein bisschen so eine Mainstream-Rockband geworden, die kommerzieller wurde und nicht mehr so underground war, ist natürlich jetzt subjektiv, aber die haben für mich tatsächlich auch diese ganze Türen geöffnet, wie ich schon gesagt habe, zu Rage Against the Machine, gemeinsam vielleicht noch mit Limp Bizkit, dann hin zu Tool, Perfect Circle, das sind glaube ich wichtige Bands für mich und dann weiter Children of Bodom, diese ganze Metal-Kiste, wo man sich dann halt wo man halt einfach weiß, da ist so ein bisschen die Heimat, also wenn es irgendwie rumbelt und kracht und ich fand es ja auch so schön, dass du das vorhin angesprochen hast, Yannick, dass du auf solche Konzerte, auf Jugendzentren zu lokalen Bands gefahren bist, also ich hätte dich als Mensch damals voll abgefeiert, weil wir waren quasi auf der Bühne gestanden und haben uns über jeden Einzelnen gefreut, der da aufgetaucht ist, also es waren meistens nur 4 Leute da bei Konzerten, das ist halt irgendwie so das Feeling gewesen, ob man jetzt auf der Bühne steht oder unten im Publikum, weil ich stand ja dann quasi nach unserem Auftritt im Publikum von der anderen Band und habe mich drüber gefreut und
das war einfach eine coole Zeit. Und deswegen, ja, ist es jetzt natürlich nicht die künstlerisch hochwertigste Band, aber die Message ist real und die Gefühle auch und ja, darum geht's. Auf jeden Fall voll interessant mit den ganzen Songs, weil wir doch, glaube ich, jetzt sehr unterschiedliche Einsichten bekommen haben mit auch unterschiedlichen Hintergründen hinter diesen Songs, warum die uns so wichtig sind. Und es ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um auch hier die Nachbesprechung zu beenden, denn auch hier sind wir schon wieder am Ende einer Schulstunde. Und jawohl. Deswegen möchte ich mich zunächst erstmal ganz herzlich bei Florian Dini bedanken. Ja, sehr gerne, hat mir mega Spaß gemacht. Ja, war wirklich sehr schön, dass du hier zugesagt hast und uns sozusagen hierbei unterstützt hast. Und bei Sebastian bedanke ich mich ja sowieso immer und es ist eine Freude, mit ihm zusammen einen Podcast zu machen. Jawohl. Und an alle Zuschauer sage ich schon mal Tschüss und überlasse mal jetzt die Abschlussworte noch zu Sebastian und dann kann Flo sich auch nochmal verabschieden. Ja, also tschüss. Wir haben Zuhörer. Ich weiß nicht, ob ihr alle die ganze Zeit auf die lustige Grafik da gucken. Aber also ich würde mal sagen, das war eine richtig tolle Folge, hat mir voll viel Spaß gemacht. Ich würde einfach mal behaupten, wenn es mal wieder was zu diskutieren gibt, dann fragen wir dich nochmal, Flo. Vielleicht stehst du uns ja dann nochmal für eine Folge zur Seite. Das wäre einfach toll. Und ich verabschiede mich ebenfalls und überlasse dir das Schlusswort, Flo. Ja, na großartig. Das ist meine große Stärke. Also hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich finde es ganz großartig, dass ihr das macht. Und ich wünsche euch allen nur das Beste. Bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal vielleicht.